wenn dein Vater Italiener ist, dann hast du ja Rituale, möchte ich mal sagen. Das möchte ich dir kurz erzählen. Also, mein Vater, der ist seit über 60 Jahren in Deutschland. Und wenn dein Vater Italiener ist, dann hast du so ein Pflichtprogramm. Jedes Jahr Sommerferien, 6 Wochen Italien. Mein Vater hat 3 Wochen Urlaub gehabt, 3 Wochen war er krankgeschrieben. Und die lange Fahrt, er kommt aus Barletta, das ist in Apulien, in der Nähe von Bari. Da sind wir runtergefahren mit einem Opel Ascona A. Kennt ihr noch das Auto? Sehr schön, 60 PS, ein Außenspiegel, zweitürig, luxuswarm beleuchtete Zigarettenanzünder. Mein Vater hat sich als Luxusartikel zusätzlich an seinen Fahrersitz so braune Holzkugler hinkauft. Kennt man das noch? Da haben wir Kinder während dem Fahren rechnen müssen. So, heute haben die Kinder DVD in der Kopfstütze oder spielen mit ihren Smartphones. So eine lange Autofahrt in Urlaub kriegen die gar nicht mehr mit. Wir sind früher hinter drinnen gesessen, alle halbe Stunde. Papa, Mama, wie lange geht's noch? Papa mal, weiß doch ich nicht. Heute muss die Kinder aus dem Auto rausziehen. Dann sagen die, sind wir schon da, und wir sind wieder daheim. Wir haben früher aus dem Fenster geguckt und haben Kennzeichenrate gespielt, damit die Zeit rumgeht, oder? Frag heute mal deine Kinder, was ist SM? Da denken die doch nicht an den Städtenamen, sondern an was Schlimmes, wo weh tut. An Stefan Ross. Oder dann sitzt da hinten drinnen. Kannst du kein Fenster aufmachen? 40 Grad, dann hat man doch immer ein Geschwisterle, was lange Autofahren in Urlaub nicht verträgt. Kennt ihr das? Und ja, und wie das riecht bei 40 Grad. Und bist du diese Bröckele zwischen den Holzkugeln? Du hast gar nicht mehr rechnen können. Gut, Bruchrechnen ging. Und dann bist du da, ja, bist du da drinnen gesessen, in dem Auto runtergefahren. Und wenn du dann dort warst, und weißt, aber heute hast du Autos mit Zentralverriegelung, Schiebedach, Hochgeschwindigkeitsaschenbecher, außenverstellbare Innenspiegel. Früher bist du mit dem VW Käfer über die Alpen Kinder auf der Hutablage gelegen, oder? Ohne Sicherheitsgurt. Heute gibt es Autos mit zum Beispiel, weiß ich nicht, wer hat jemand eine Mittelarmlehne? Wer hat, haben Sie Mittelarmlehne? Ja, haben Sie einen Mittelarm? Nee, sehr sie. Ich habe mal einer gehört, der hat gesagt, er hätte sogar einen Skisack. Ich habe gesagt, Tennisarm habe ich schon mal gehört. Aber Skisack. Ich habe gesagt, um Gottes Willen bleiben Sie sitzen. Naja, wenn er da. Wenn er da drauf tapst, es tut doch weh, oder? Oder Scheibenwischer mit Regensensor. Mein Vater hat den Wischer angemacht, wenn er hat will. Heute gibt es Autos mit adaptivem Kurvenlicht. Das sind so Halluzinogen-Scheinwerfer. Da ist Licht schon im Urlaub, wenn das Auto noch in der Garage steht. Oder jedes Auto hat heute Parkassistent, Parkassistent. Oder heute sagst du aber, Schatz, steig mal aus und guckst, ob es reicht, oder? Da sind die Männer ausgestiegen. Oder ich habe mal ein Prospekt in der Hand gehabt, da stand drauf, das Auto hat einen Laderaummanager. Einen Laderaummanager. Wenn du den Kofferraum aufmachst, da sitzt einer drin. Der nimmt das Gepäck ab. Also wenn du hinter einem Auto herfängst, dann liegt hinter einer raus, ein Laderaummanager. Früher war es ein Wackeldackel. Ja, oder was könnte ich noch erzählen? Ich könnte mal was erzählen von meinem Arztbesuch, mal ganz kurzer Arztbesuch. Und zwar, ich habe einen Arztbesuch gemacht und da gibt es eine Abschluss.